Willkommen zu unserem Podcast Das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful World Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100% bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, Irrlehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden Einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Musik spielt und sollte auch eine große Rolle spielen in unserem Leben als Christen. Wir sollen Gott loben, Gott danken mit geistlichen Liedern, das ist, was die Bibel uns sagt. Und als Christen müssen wir aber unterscheiden zwischen guter und schlechter Musik. Falscher Musik. Es gibt falsche Musik. Und deswegen mache ich diese Folge über gute und schlechte Musik. Musik an und für sich ist natürlich etwas Schönes. Gott hat geboten, dass wir ihn loben mit Gesang, mit Musik. Dass wir auf Instrumenten spielen, dass wir Psalmen singen und so weiter. Wir müssen aber eben unterscheiden, was ist gute und was ist schlechte Musik, die nicht von Gott kommt. In 2. Chronik 29, Vers 25 steht, Er ließ auch die Leviten sich im Haus des Herrn aufstellen mit Harfen und Lauten, wie es David und Gaz, der Seher des Königs und der Propheten Nathan, befohlen hatten. Denn es war das Gebot des Herrn durch seine Propheten. Also, es heißt hier, es war das Gebot des Herrn durch seine Propheten, dass sich die Leviten im Haus des Herrn aufstellen mit Hafen und Lauten, um Gott zu loben, ihm zu danken mit Musik und Gesang. Also, wir sehen hier im Alten Testament, dass Gott geboten hat, dass es ein Gebot des Herrn war, dass er gelobt wird durch die Leviten, durch die Sänger. Ganz klar von Gott geboten. Musik ist etwas sehr Wichtiges für uns als Christen. Auch im Neuen Testament natürlich. Epheser 5, Vers 19 sagt, rede zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Also auch im Neuen Testament wird uns geboten zu singen. Das ist nicht optional. Du kannst nicht sagen, ja, aber ich singe nicht gerne, ich singe schlecht. Das, das spielt keine Rolle. Es ist ein Gebot Gottes, dass, du, äh, dass wir zueinander reden mit Psalmen und Lobgesängen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Wir sollen dem Herrn singen und spielen in unserem Herzen. Es ist ein ganz klares Gebot, eine ganz klare Aufforderung, Gott zu loben mit Gesang. Und wir sollen eben auch im Neuen Testament die Psalmen singen. Das Buch der Psalmen ist wichtig für uns im Neuen Testament. Wir sollen die Psalmen singen und nicht uns einzelne Psalmen rauspicken, nur die positiven, sondern natürlich auch die Rache-Psalmen. Ja. Hier wird nicht gesagt, nur die positiven Psalmen, sondern ganz einfach die Psalmen allgemein. Die sollen wir singen. Aber nicht nur im Alten Testament und im Neuen Testament finden wir das Gebot, dass wir Gott loben sollen mit Gesang und Musik, sondern auch im Himmel wird Gott gelobt mit Musik. Die Bibel sagt in Offenbarung 5, Vers 9, und sie sangen ein neues Lied, gemeint sind im Kontext die 24 Ältesten. Sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Also sie, sie sangen ein neues Lied. Auch im Himmel wird gesungen, aber was ja auch interessant ist, dass sie ein neues Lied sangen. Diese Bezeichnung neues Lied kommt mehrmals vor in der Bibel. Also Gott will nicht nur, dass wir nur die Psalmen singen, sondern wir, wir sollen auch neue Lieder singen. Auch im Himmel wird ein neues Lied gesungen, ein Lied, das es vorher noch nicht gab. Also neue Musik bedeutet nicht automatisch schlechte Musik. Das ist ein Extrem, in das man gehen könnte, aber das entspricht nicht der Bibel. Ein wichtiges Merkmal von guter geistlicher Musik ist, dass diese Musik uns lehrt. Und natürlich die richtige Lehre gibt. Die Bibel sagt in Kolosser 3, Vers 16: Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Also, was lernen wir daraus aus dem Vers? Dass Musik uns lehrt. Musik ist etwas genauso wie Gedichte, was in unserem Kopf bleibt. Einfach durch die Melodie, durch den Reim vielleicht. Das bleibt in unserem Kopf, wir behalten das, was wir gehört haben. Und das sollte besser die richtige Lehre sein. Das sollte besser das Wort des Christus sein, das reichlich in unserem Herzen wohnt, in aller Weisheit. Ja? Nicht dumme Lehre, nicht falsche Lehre, sondern es soll natürlich die richtige Lehre sein. Musik lehrt uns, das ist extrem wichtig. Das ist der Zweck von guter geistlicher Musik. Aber es muss eben die richtige Lehre sein. Weil der Fakt, dass Musik uns lehrt, kann auch negative Folgen haben wenn es eben die falsche Musik ist. Die Bibel sagt in 5. Mose 31, Vers 19, so schreibt euch nun dieses Lied auf und du sollst es die Kinder Israels lehren. Lege es in ihren Mund, damit, damit mir dieses Lied ein Zeuge sei gegen die Kinder Israels. Den Vers musst du dir wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Also Gott will, dass Moses die Kinder Israels ein Lied lehrt. Lege es in ihren Mund, damit mir Sagt Gott, dieses Lied ein Zeuge sei gegen die Kinder Israels, gemeint ist, wenn sie vom Herrn abfallen, wenn sie sich abwenden von den Nachfolger des Herrn, anderen Göttern dienen, was der Herr vorausgesagt hat. Und dieses Lied soll ein, sollte ein Zeuge sein gegen die Kinder Israels. Ein erbauliches, geistliches Lied kann uns natürlich auch ermahnen, soll uns ermahnen, genauso wie dieses Lied hier, das ein Zeuge sein sollte gegen die Kinder Israels, gegen die Kinder Israels. Also wir singen nicht geistliche Lieder, um uns einfach nur gut zu fühlen, sondern um den Herrn zu loben, dem Herrn nach, äh, nachzufolgen und uns auch gegenseitig zu ermahnen. Ja? Gott zu lieben, Jesus nachzufolgen, seine Gebote zu halten und nicht uns abzuwenden von der Nachfolge des Herrn. Deswegen hat Gott eben dieses Lied geboten, damit es ein Zeuge sei gegen die Kinder Israels. Also Musik lehrt uns und es muss aber die richtige Lehre sein. Gott will, dass wir uns lehren gegenseitig durch Musik 5. Mose 32, Vers 1: Horcht auf ihr Himmel, denn ich will reden und du Erde, höre die Rede meines Mundes. Meine Lehre triefe wieder Regen, meine Rede fließe wieder Tau, wie die Regenschauer auf das Gras und wie die Tropfen auf das Grün. Also meine Lehre triefe wieder Regen. Geistliche Lieder sind nicht dazu da, dass wir uns einfach gut fühlen, eine tolle Erfahrung haben, sondern... Wir sollen uns freuen, den Herrn zu loben, dem Herrn zu danken. Wir sollen das Wort des Christus reichlich in uns wohnen lassen, in aller Weisheit. Es soll eben Lehre sein. Wir sollen Lehre bekommen durch die Musik, die richtige biblische Lehre und dem Herrn dienen durch den Gesang und durch die Musik. Psalm 47, Vers 8: Denn Gott ist König der ganzen Erde, Lob singt mit Einsicht. Wir sollen mit Einsicht, das heißt mit Verstand, mit Weisheit Lob singen, unser Hirn einschalten, wenn wir singen. Ja, wieder, es, es geht eben nicht um eine tolle Erfahrung für uns, dass wir uns gut fühlen, sondern es geht in erster Linie darum, Gott zu loben mit eben geistlichen Liedern, die, die wirklich Substanz haben. Nicht sinnlosen, sinnleeren Liedern, die einfach nur dazu dienen, dass wir eine tolle Erfahrung haben. Dann dienen wir nämlich nicht Gott damit, sondern uns. Natürlich haben wir auch wirklich einen Nutzen von geistlichen Liedern, weil wir eben was dadurch lernen. Aber dazu muss, muss die Musik eben auch Lehre beinhalten, muss die Musi Musik Substanz haben, damit wir mit Einsichtlob singen können überhaupt. Und das ist einer der entscheidenden Unterschiede zu weltlicher Musik. Weltliche Musik ist einfach dumm, hat keine Substanz, bringt nicht Gott Ehre. Wir lernen davon nichts Sinnvolles von weltlicher Musik. Das ist ein entscheidender Unterschied. Wir sollen mit Einsichtlob singen. Ich habe dir jetzt einige Verse aus der Bibel gezeigt, wo wir eindeutig sehen, dass Musik etwas, etwas an und für sich Gutes ist, etwas Schönes, dass Gott will, dass wir singen, dass wir Psalmen singen, geistliche Lieder, dass wir dadurch Gott danken, Gott loben, dass wir im Geist wandeln, ja? dass wir Gemeinschaft haben mit Gott, dass wir etwas lernen. Wir sollen durch die Musik das Wort des Christus reichlich in uns wohnen lassen. Aber was ist jetzt schlechte Musik? Musik kommt nicht automatisch von Gott, sondern Musik kann auch vom Teufel kommen. Denn die Bibel sagt in 2. Korinther 11, Vers 13, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Also was sehen wir in diesen Versen? Dass der Satan selbst sich verkleidet als Engel des Lichts. Er imitiert Gott, er macht Gott nach. Der Satan kann Gottes Wort zitieren. Matthäus Kapitel 4 zum Beispiel, als Jesus in der Wüste versucht wurde. Aber er nimmt eben die Wahrheit und verdreht die Wahrheit. Der Teufel ist der größte Lügner. Und genauso wie der Teufel Gottes Wort angreift, Gottes Wort verdreht, kann er natürlich auch Musik nehmen. Und es scheint vielleicht äußerlich als gute Musik. Es scheint äußerlich vielleicht schön. Er verkleidet sich. Aber dahinter steckt stecken böse Absichten. Ähm, Musik kann auch vom Teufel kommen. In Hesekiel 28, Vers 13 heißt es, das ist konkret eine Prophezeiung gegen den König von Tyrus, aber es wird symbolisch auf den Teufel bezogen. Da heißt es, in Eden, im Garten Gottes warst du, mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt, mit Sardes, Topas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir. Am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub, ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Wir sehen hier also, dass der Teufel ein musikalisches Wesen ist. Er hatte kunstvoll hergestellte Tamburine, Flöten. Nicht nur Gott macht Musik. Der Teufel macht auch Musik. Musik ist nicht automatisch etwas Gutes. Auch wenn es christliche Musik ist in Anführungszeichen, auch die kann vom Teufel kommen. Der Teufel verführt die ganze Welt, nicht nur durch Atheismus, sondern auch durch falsches Christentum, durch falsche geistliche Lieder. Und falsche geistliche Musik spielt eine große Rolle. Denn Musik bleibt eben, sie, sie, sie setzt sich in unseren Gedanken fest. Wir lernen etwas durch Musik, aber es kann eben auch etwas Falsches sein, was vom Teufel kommt. Und die Musik selbst, die Melodie, kann auch vom Teufel kommen. Was meine ich damit? Die Bibel sagt in 1. Johannes 2 Vers 16, denn alles was in der Welt ist, die fleischeslust, die augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Also was ist in der Welt? Das ist fleischeslust, augenlust, Hochmut des Lebens. Sind das gute Dinge oder schlechte Dinge? Alles was in der Welt ist, ist schlecht. Wir können nicht etwas Gutes von der Welt erwarten. Wir können nicht erwarten, dass wir etwas Gutes von dieser Welt bekommen, die komplett in Sünde verfallen ist. Alles was in der Welt ist, was wird aufgezählt, was in der Welt ist? Fleischeslust, Augenlust, Hochmut des Lebens. Das ist natürlich nicht vom Vater, sondern von der Welt. Also was ist jetzt schlechte Musik? Schlechte Musik ist ganz einfach Musik, die aus der Welt kommt. Die Quelle ist entscheidend, ob Musik gut oder schlecht ist. Kommt die Musik von Gott, ist sie gut. Es ist wirklich geistliche Musik, die mit der Bibel übereinstimmt, ist sie gut. Kommt die Musik aber aus der Welt, ist sie natürlich schlecht. Wir sollen nicht die Welt lieb haben. Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, denn wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm, sagt die Bibel. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Schlechte Musik ist Musik, die aus der Welt kommt. Und heutzutage gibt es christliche Musik, in Anführungszeichen, die aber im Grunde genommen einfach nur weltliche Musik ist, einfach Rockmusik, Popmusik, mit ein bisschen Jesus reingemischt, ein bisschen geistliche Worte reingemischt. Aber woher kommt diese Musik? von Irrlehrern, von ungläubigen Menschen, ja, sie kommt aus der Welt. Die, die Musik selbst, die Melodie, kommt aus der Welt. Sie, sie ist einfach nur nachgeahmt von Rockmusik, Popmusik, kommt von ganz einfach Teufeln, ja, von bösen Menschen, die ihre Seele dem Teufel verkauft haben. Und das ist nicht irgendwie übertrieben, sondern viele Rockmusiker, viele Popmusiker haben ihre Seele dem Teufel verkauft. Das ist nichts Neues. Viele von ihnen sind ganz einfach buchstäbliche Schwuchteln buchstäbliche Gotteshasser, Wir sollten nichts damit zu tun haben. Also diese christliche Musik heutzutage, Hillsong, Outbreak Band, was auch immer, es kommt alles aus der Welt. Es ist einfach nur weltliche Musik, ein bisschen Jesus beigemischt. Von wem wird sie gesungen die Musik? Von Irrlehrern, ja, die ein falsches Evangelium verkündigen, die nicht eine richtige Bibelübersetzung verwenden, die einfach weltlich sind. Weltlich in ihrer Erscheinung, weltlich in ihrem Verhalten. Sie sind nicht geistlich. Diese christliche Musik heutzutage kommt aus der Welt, nicht von Gott. Die Bibel sagt in Römer 12, Vers 2: Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, könnt was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wir sollen uns nicht dieser Welt anpassen. Aber was macht christliche Musik heutzutage? Sie passt sich der Welt an. Es ist einfach nur weltliche Musik und dann einfach ein paar geistliche Worte, ein bisschen geistliche Dinge reingemischt, aber es ist im Grunde genommen einfach nur der Welt angepasst. Einfach derselbe Quatsch. Hör auf, diesen Quatsch zu hören. Warum? Es kommt aus der Welt. Es kommt vom Teufel. Diese Musik ist nicht geistlich, diese Musik kommt nicht von Gott. Sie ist der Welt angepasst. Wir sollen nicht die Welt lieb haben. Was ist mit den Worten der Musik? Ist das die richtige Lehre? Nutzen Sie die richtigen Bibelübersetzungen? Ist es das richtige Evangelium, das zu verkündigen? Nein. Die meisten, wenn nicht alle heutigen modernen christlichen Musiker sind nicht gerettet. Ich weiß, natürlich gibt es Ausnahmen, aber ich spreche hier von, wirklich, von dieser zeitgenössischen christlichen Musik, die einfach Rock- und Popmusik angepasst ist. Hey, diese Leute sind nicht gerettet. Ja? Hillsong verkündigt ein falsches Evangelium, das sind Irrlehrer. Wir sollten damit nichts zu tun haben weil es Musik ist, die aus der Welt kommt, es ist falsche Lehre, die du dadurch bekommst. Es ist einfach nur einfach nur weltlich. Und ich weiß nicht, was man daran so toll finden kann, wenn Männer ins Mikrofon säuseln. Was soll daran toll sein? Was soll daran geistlich sein? Es ist einfach nur weltlich, es ist eklig. Was für Schwuchteln. Hör dir gute geistliche Musik an oder vielleicht sollte ich lieber sagen, singe gute geistliche Musik. Denn die Bibel fordert uns nicht dazu auf, Musik uns anzuhören, sondern Musik zu singen. Wir sollen Lieder singen, wir sollen Psalmen singen, um dadurch eben im Geist zu wandeln. Du wirst aber nicht im Geist wandeln durch ein falsches Evangelium, durch weltliche Musik, die von dämonenbesessenen, widerwärtigen, abscheulichen Gotteshassern kommt. Das ist nicht die Musik, die du singen solltest, die du lieben solltest. Dann hast du die Welt lieb. In der Beschreibung werde ich ein paar gute Lieder verlinken. Und ich kann zum Schluss nur sagen: Hör auf, dir diese verweiblichte, ekelhafte, weltliche, christliche Musik anzuhören. Es ist keine christliche Musik.